Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mit Anolees reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolees? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Anolees ist, wie wir schon hören, ein Salarianer. Also ich höre es zumindest für Leute, die es noch nicht so kennen. Die werden es wahrscheinlich nicht so gleich raushören. Ist aber eine kleine Kackbratze, wie wir jetzt gleich sehen werden. Und ich hasse ihn. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Weltraumvagabunden zu unterhalten. Ich bin als Spectre hier, nicht als Mensch. Vergessen Sie das nicht. Seien Sie versichert, dass mir das völlig klar ist. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Also Höflichkeit? Ich weiß ja nicht, ne? Wollen Sie damit sagen, dass Sie keine Sicherheitsprotokolle haben? Das ist lächerlich. Denken Sie, eine auf Profit besonnene Firma würde in Bezug auf Verluste keine Vorkehrungen treffen? Hier haben die Projektleiter das Sagen, keine wichtigtuerischen Politiker. Wir können Ihnen jetzt verraten. Nee, wir sind keine Petzen. Petzen sind scheiße. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Ja, sowas. Entwickelt Binhex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Venesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was können Sie mir über ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen. Hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten? Fanden Sie das nicht seltsam? Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Haben Sie Wege gesagt? Unpassierbar, sagte ich. Die Straßen sind nicht zum Reisen geeignet. Machen Sie es nicht schwerer, als es ist, Shepard. Soll er seinen Dickkopf behalten, Shepard? Wir finden bestimmt jemand anderen, der uns helfen kann. Tja, mehr werden wir hier leider nicht rauskriegen. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Gott. Meine Buchführung ist auf Zack. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Ja, du bist unglaublich wichtig. Aha. Blöde Pissnelke. Sorry, aber ich kann solche Leute, die sich für wichtiger halten, als sie sind, überhaupt nicht ausstehen. Davon Mr. Anolees ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Davon gibt's leider in der Wissenschaft nur allzu viele, wollte ich noch sagen. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anolees. Wie groß sind die Laboranlagen hier? Wir haben in den Bergen 17 Forschungskomplexe errichtet. Jeder versorgt sich selbst und beherbergt mehrere hundert Angestellte. Sie sagten, dass ich mit Lorik Keen reden soll. Mr. Anolees ist nicht der Einzige, der Han Shan dank seines Passes verlassen darf. Keen ist im Hotel, da sein Büro geschlossen wurde. Erzählen Sie mir von den Firmen, die auf Noveria operieren. Wir haben Labors an mehr als 250 Hightech-Firmen vermietet. Die meisten Aktien halten Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus, Binhex und SynIQ. Ihre Wachen arbeiten für SAFE, nicht wahr? Die Direktoren bekommen einen Rabatt bei der Sicherheit. Elanus entwickelt auch tödliche und nicht tödliche Waffen. Ach, jetzt begreife ich es erst. Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus, SAFE. Ich dachte, das heißt einfach safe. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch beabsichtigt. Binhex? Ist das eine Genetikfirma? Binhex ist Marktführer auf den Gebieten Genetik und Biotechnologie. Sie sind allerdings nicht sehr oft in den Medien. Sie erforschen größtenteils Biotikmodifikationen. Das verärgert viele Technikfeinde.
organisch orientierte und fundamentalistische Gruppen. War Sin IQ nicht neulich in den Nachrichten? Das ist eines der 4 vom Zitadellrat lizenzierten Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln. Das führt zu vielen Protesten. Aber kein Demonstrant konnte je unsere Sicherheit durchbrechen. Darum investieren sie auch hier. Gut, mehr haben wir eigentlich nicht zu besprechen. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. Ja, was ich vorhin meinte, also es ist wirklich in der Wissenschaft ganz oft so, gerade in irgendwelchen Instituten, dass sich auch Leute, die nur Forschungsgruppen leiten, schon für so unglaublich wichtig und für die Menschheit unverzichtbar sehen, dass sie mit einer wahnsinnigen Großkotzigkeit durch den Tag gehen. Und das ist einfach nur schrecklich. Ich kann solche Leute nicht ausstehen. Und das sind dann auch meistens solche, die nur auf ihr eigenes Wohlbedacht agieren und mit denen das Arbeiten absolut hässlich ist. Traumhaftes Wetter übrigens, muss ich mal so feststellen. Nee, und das ist echt schlimm. Also da ist die Wissenschaft ganz, ganz übel, was das angeht, solche Leute. So, wir sind ja noch falsch, wir kommen mal später noch hin. Momentan wird es hier für uns noch nichts geben. Deswegen ist ja auch die Tür zu. Genau. Hier ist geschlossen und hier kommen wir auch nicht weiter, oder? Spectre, was? Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Anolis oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Vielleicht können Sie mir Ihren borgen. Sicher. Wenn ich meinen Job verlieren und bis in alle Ewigkeit verklagt werden will. Die Karten werden von der Sicherheit überwacht. So ein Ärger. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anolis hat den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Gut, war ja sehr kurz angehalten. Wissen Sie, wo die Matriarchin jetzt ist? Suchen Sie sie? Sie flog mit einem Shuttle zu Gipfel 15, bevor der Kontakt abbrach. Wie war das mit Sin IQ? Den Gerüchten zufolge wurde Lorikin bestochen. Also ließ Anolis das Büro von Sin IQ schließen. Still und leise, damit kein Anwalt von draußen Wind davon bekommt. Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung. Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ab. 15 hatte schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Tja, klingt nicht so gut, wa? Was machen Sie hier? Ich bin der Chefmechaniker von Hanshan. Nennen Sie mich Lee. Menschen haben Probleme, meinen ganzen Namen auszusprechen. Ich habe ein Team von 12 Mann und halte die Shuttles am Laufen. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. So, ich finde jetzt Lili Hierax nicht so schwer eigentlich, aber gut. Ich versuche jetzt gar nicht erst hinten weiterzugehen, weil ich weiß, dass wir dort nicht weiterkommen. Wollte nur mal mit dem Typen sprechen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zu dem Manager, den wir eigentlich besuchen sollten. So, ich weiß auch nicht, wie das mit dem Hanar-Typen jetzt war, für den wir schmuggeln sollen. Ich glaube, da müssen wir nochmal vor zum Raumhafen und da das Paket abholen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. So, wo geht's hier hin? Da will ich noch gar nicht hin zum Fahrstuhl. Ich wollte mir erstmal hier gucken, ob hier vorne jemand war, mit dem wir sprechen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ist, auf jeden Fall später, soweit ich mich erinnern kann, war dann hier irgendjemand, mit dem wir reden konnten. Jetzt aber erstmal, ich habe bloß Geschäftsmänner. Sie sind der Spectre, ja? Wir dürfen nicht mit Ihnen reden. So ein Ärger. Na gut, ich werde an der Stelle aber erstmal, ich habe es mir jetzt anders überlegt, wir werden es doch nicht weitermachen. Ich werde an der Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause machen, weil ich auch nicht so viel Zeit habe. Ich habe gerade festgestellt, dass es doch schon später ist, als es sein sollte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und werden dann Noveria zumindest hier in dem offiziellen Bereich noch ein bisschen erkunden. Gipfel 15 werde ich, glaube ich, noch nicht machen, weil ich dann noch Liara vorher holen will. Habe ich mich jetzt zu entschlossen, weil Benezia und Liara halt miteinander verbandelt sind. Also weil Liara ja die Tochter von Benezia ist und da würde ich eigentlich schon ganz gerne Liara mit dabei haben. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube, sonst habe ich die nie mitgenommen dafür.
Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann in alter Frische. Bis dahin, haut rein und tschüss. Kleiner Anhang noch hier an die Aufnahmesession dran. Ich habe gerade mal Noveria verlassen, um nochmal die Kisten zusammen mit Tali und Garrus öffnen zu gehen. Eine haben wir leider immer noch nicht aufgekriegt, da müssen wir wahrscheinlich mal die Dechiffrierfähigkeiten ein bisschen erhöhen von den beiden, damit das funktioniert. Ich bin aber nochmal kurz so ein bisschen zum Erkunden herumgereist und wollte euch nur noch kurz zeigen, dass wir hier ein paar Planeten zum Erkunden haben, auf die wir nicht reisen können, sondern die wirklich bloß zum Abarbeiten sind. Gasvorkommen entdeckt, mittels Orbit-Scans haben sie ein großes Vorkommen von Helium-3 entdeckt. Und mit eingesagt, ich weiß nicht, ob uns das jetzt persönlich was bringt oder wie genau das war. Auf jeden Fall haben wir dafür irgendwie Geld bekommen und auch hier gibt es eins auf Juntor. Medaillon gefunden. Beim Scannen des Planeten Juntor haben sie eine uralte Langstreckenraumsonde im Orbit gefunden. Tali hat sie gleich darauf geborgen und untersucht. Im Laderaum der Sonde fand sie ein Medaillon des Salarianer-Ordens. Gut. Die anderen Planeten habe ich jetzt noch gar nicht untersucht. Ich weiß gar nicht, ob auf denen jetzt auch noch was ist. Können wir noch kurz schauen. Sollte ich noch auf was stoßen, werde ich natürlich gleich wieder hier reingehen und dann schauen wir uns das weiter an. Also, vielleicht finde ich ja noch was. Achso, übrigens, wir sind hier im Pferdekopfnebel, wollte ich noch dazu sagen, im Strenus-System. Nur noch dazu, falls es jemand suchen sollte. Okay. Und auch auf Patashi finden wir etwas. Wir sind hier, ich weiß gar nicht, wo sind wir denn? Im Phoenix-System und zwar im Argus-Roh-Cluster. Okay. Haben wir auch hier also etwas? Erkunden wir das Ganze. Seltenes Element entdeckt. Bei Scans dieses Planeten hat er ein Vorkommen von Samarium entdeckt. Webinog, immer noch im selben System. Und auch hier gibt es etwas zu erkunden. Leichtmetallvorkommen entdeckt. Mittels Orbit-Scans haben sie ein Vorkommen von Kobalt entdeckt. Also immer noch im Phoenix-System, wo wir gerade eben auch schon waren. Tuntau, hier können wir landen. Immer noch im Phoenix-System und das werde ich gleich mal durchführen. Falls es etwas Besonderes gibt, sage ich Bescheid. Puh, Leute. So, wir sind immer noch auf diesem Planeten. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Aber ich habe gerade eine Schlacht sondergleichen bestreiten müssen. Gegen irgendwelche Piraten. Die haben so eine unglaubliche Rüstung gehabt und haben so unglaublich reingehauen mit ihren Waffen. Das war echt ein übelster Krampf, dieser Kampf. Ich weiß nicht, ich bin bestimmt 10-mal gestorben gerade. Und die hatten auch einen Piratenanführer, der war richtig heftig. Und ich hoffe, ich kriege hier irgendwas Vernünftiges dafür. Zumindest haben wir schon mal wieder Medigel-Aufstockung gekriegt. Das haben wir hier, fehlerhaftes Objekt. Haben wir zumindest mal ein paar Upgrades, die besser sind als das, was wir bisher hatten. Was haben wir hier noch? Sturmgewehr Avenger 3 sollte sich lohnen und eine schwere Menschenrüstung. Sehr schön. Wir haben übrigens auch eine schwere Menschenrüstung gekriegt. Wir haben hier auch einen Haufen Zeug gerade gekriegt, stelle ich gerade so fest. Halt von den Gegnern, die wir getötet haben. Alles zur Stufe 3. Und ich habe die schon mal angelegt hier, die Assassin 2 habe ich schon mal angelegt. Wir legen jetzt aber, weil der Schadensschutz ist schlechter, ne? Die Schilde sind natürlich ein Stückchen besser, aber der Schadensschutz, weiß ich nicht. Wobei, so viel schlechter ist der Schadensschutz nicht. Wir gucken uns die mal an, wie sie aussieht. Ach komm, passt schon. Mit Helm dann so. Ohne Helm bleiben wir aber trotzdem. So, na gut. Wir haben die Reaper 3 drin. Die sollte besser sein als die Hammer, ja. Stinger 2 ist besser als die Striker 3. Und auch als die Edge 3. Ist ja traurig. Gut, dann bleiben wir da bei der Stinger. Skimitar 3 haben wir schon drin. Und beim Sturmgewehr gehen wir von Avenger 2 auf Avenger 3 auf jeden Fall. So, dann geben wir noch kurz Garrus eine neue Waffe. Der hat schon die Avenger 2, na gut. Aber hier können wir eben die Skimitar 3 jetzt in die Hand drücken. Hier kriegt er mal die, nochmal die Edge 3 und die Hammer 3. Was hab ich denn eigentlich beim Scharfschützengewehr? Ach, die Reaper 3. Okay, ja, dann kriegt er die Hammer 3, natürlich. War natürlich jetzt auch ein bisschen bitter, weil ich halt Tali mit dabei habe. Und Tali ist eben einfach nicht so die Überkämpferin, muss man auch mal dazu sagen. Also es geht auch mit ihr ganz gut, teilweise, aber es ist jetzt nicht meine erste Wahl, was das Kämpfen angeht. Muss ich einfach zugeben. So, geben wir da auch mal eine vernünftige Waffe.
Gut, das kriegen wir noch nicht auf. Ist natürlich schade. Muss ich mir gleich mal... Moment, ich muss mal Licht machen, es wird halt so dunkel. Muss ich mir gleich mal notieren, wo das ist hier. Planet muss ich erstmal freilassen, weiß ich gerade nicht. Geheime... Schreib doch mal, du blöder Stift. Jetzt. Geheime Station. Ich glaube, die hieß so. Auch wenn sie nicht allzu geheim aussieht. Ich habe auch bei den beiden Spielen jetzt mal auf... Nicht hierhin. Ich bin jetzt mal vom automatischen Stufenaufstieg zum manuellen auch bei den Teammitgliedern übergegangen, um eben die Dechiffrierung ein bisschen hochzusetzen. Habe ich jetzt hier und auch bei Tali gemacht. Leider reicht das eben trotzdem nicht überall bisher. Müssen wir halt einfach mal später hierhin zurückkehren. Gut, und damit mache ich mich wieder auf die Suche. Ich melde mich, wenn es wieder irgendwas Interessantes gibt. Da sind wir wieder, immer noch im selben Haus und wir haben den Safe geöffnet, in dem ein paar Sachen drin waren und es gibt ein Textchen. Im hinteren Teil des Safes befinden sich Rüstungsteile, die offensichtlich für einen Kroganer gemacht wurden. Sie scheinen wertlos zu sein. Sie sind rostig und in hunderten Schlachten beschädigt wurden. Es muss einen guten Grund geben, warum der Turianer diese Teile so sicher verwahrt hat, denn es befinden sich keine anderen wertvollen Gegenstände hier. Außer den paar Upgrades, die wir gerade gesammelt haben, aber die sind unbedeutend. Gut, so viel dazu. Bis gleich. Immer noch auf Tuntau, hier war übrigens vorhin das verbogene Gebäude, in dem wir waren. Jetzt sind wir hier oben bei der Anomalie und hier finden wir eine Asari-Kapsel. Die werden wir dechiffrieren und damit das Artefakt bergen, das darin versteckt ist, Matriarchenschriften gefunden. Sie haben bei der Leiche eine der Schriften der Matriarchen Lili Naga gefunden, so wie wir es schon vorher getan haben. Möglicherweise stammt sie aus einer der nahegelegenen Ruinen. So viel dazu. Und hier oben haben wir dann noch Trümmer. Mal schauen, was dort ist. Angekommen bei den Trümmern und es ist ein Quecksilbervorkommen. Suchen wir nach dem Mineral. Auch das geht auf diese Art und Weise. Mineral gefunden, Schwermetallvorkommen entdeckt. Sie haben ein großes Quecksilbervorkommen entdeckt. Wunderbar. Ich glaube, damit konnten wir später dann die Normandy aufrüsten. Oder war das erst im zweiten Teil? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Jedenfalls haben wir damit Tuntau abgearbeitet und zum vorgebogenen Gebäude muss ich nochmal zurückkehren, um dieses eine Kistchen zu dechiffrieren, später mal irgendwann. Aber erstmal zurück ins All. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argus Rot. Wiederhole. Argus Rot. Na, das... Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. Na, das klingt doch ganz, als ob wir mal eingreifen sollten. Hier auf dem Planeten Midgos. Wir sind immer noch im Argus Rot Cluster, wie wir gerade gehört haben. Diesmal im System Hydra. Aber wir schauen erstmal auf den anderen Planeten. Wir haben noch Zeit. So, hier können wir was erkunden auf Kanrum. Turianische Insignien gefunden. Beim Scan des Planeten Kanrum haben sie eine gefährliche Strahlung aus dem Orbit des Planeten entdeckt. Bei weiteren Scans entdeckte Techniker Adams die Überreste eines alten Gefechtskopfes mit den Insignien der Partia-Kolonie. Nun da. Midgos schauen wir uns gleich noch an. Varulus hat gar nichts. Und hier drüben das neue Planet. Syba, der hat etwas. Aha. Gasvorkommen entdeckt. Mittels Orbit-Scans haben sie ein großes Vorkommen von Helium-3 entdeckt. Gut, und dann wollen wir unsere Weltraum-Erkundungstour auf Argus Rho. Ach, hier drüben ist auch noch einer. Thea? Der hat nichts. Dann wollen wir unsere Weltraum-Erkundungstour mit Argus Rho auch beenden. Dann hier auf dem Planeten Medgos. Danach werde ich dann Schluss machen. Haben wir zumindest schon mal ein bisschen entdeckt. Ich melde mich, wenn es irgendwas Besonderes gibt. Wir schauen mal, was wir hier finden können. Ich nehme wieder die beiden mit. Fürs Kisten öffnen und so, ihr wisst schon. Los geht's. Und da sind wir auf Midgos. Wir haben hier eine Anomalie, die wir zuerst besuchen, dann die Trümmer und am Ende gehen wir zum Transponder-Signal. Bei der Anomalie finden wir zunächst eine turianische Leiche. Ein Artefakt, das wir bergen können in der turianischen Leiche. Turianische Insignien gefunden. Bei der Untersuchung des Wracks fanden sie einen Brief, der mit den Insignien der Gotis-Kolonie gekennzeichnet war. Leider ist der weitere Text nicht lesbar. Gut, weiter zu den Trümmern. Trümmer entdeckt, es handelt sich um eine abgestürzte Sonde. Starte manuelles Kurzschließen. Machen wir, aber erstmal speichern wir wieder. So, und los geht's. Oh Gott, das ist schon ein bisschen voller hier. Ha, durchgekommen.
Okay, gib bloß Waffen-Upgrades und Munitions-Upgrades. Mehr nicht, das ist ein bisschen schade. Okay, dann brechen wir mal auf zum eigentlichen Ziel hier auf Medgoss, nämlich dem Transponder-Signal. Und ich befürchte, es wird eine Falle sein. Wir werden sehen, bis gleich. Offenbar kommt das Signal aus diesem Wrack. Genau so sieht's aus. Vorsicht, Commander. Geht! Das ist eine Falle. Und wie ich es mir dachte, ich konnte mich noch daran erinnern, dass es solche Stellen gibt, an denen man... Zack, den räumen wir gleich mal so weg. An denen man zu Transponder-Signalen fährt und dann tatsächlich in Fallen tappt. So. Das Gute ist, mit drüberfahren können wir denen eben auch einiges an Schaden zufügen. Wobei man bei den Kampfläufern das vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Die sind dann doch etwas groß dafür, würde ich sagen, ne? Oh, hier, die westlichen kleinen Raketendrohnen schon wieder. So, mit dem Marco ist das aber alles kein Problem. Da halten wir einfach mal ein bisschen drauf. Blöderweise können wir mit unseren Raketen nicht viel gegen die ausrichten, gegen die Raketendrohnen von denen. So, einmal voll rein in den Kampfläufer. Das war's für den. Ja, unsere Energie geht ein bisschen runter. Auf dem Weg hier habe ich übrigens ein Quecksilber-Vorkommen entdeckt. Das werde ich euch gleich auf der Karte zeigen. Und hier drüben ist noch ein anderes Vorkommen. Deswegen kommt mir das gerade in den Sinn. So, das war's schon hier. Wir untersuchen noch kurz, ob irgendwas an der Sonde vielleicht noch ist. Oder stellen sie ab zumindest, damit nicht noch andere hierher kommen. So. Insofern das geht. Nein, geht gar nichts. Antifahrzeugmine, was? Ach, da direkt drunter. Wie gemein. Also wir können mit der Sonne tatsächlich überhaupt nichts anstellen. Dann würde ich sagen, nehmen wir drüben noch das Mineralienvorkommen mit. Und dann beende ich jetzt wirklich die Aufnahme mal an der Stelle und begebe mich wieder zurück nach Noveria, wo wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen weitermachen. Ein Thoriumvorkommen, wie nett. Das sagen wir uns natürlich noch kurz mit ein. Ach shit, da kam noch einer von rechts. Das schnell durch. So. Seltenes Element entdeckt. Sie haben ein großes Thorium-Vorkommen entdeckt. Ich zeige euch noch kurz. Hier unten haben wir das große Quecksilber-Vorkommen. Gut, und damit begebe ich mich zurück nach Noveria. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Adieu.